Jetzt aber wieder zu Gregor. Er beschäftigt sich wieder mit einem Thema, das aus dem Kulturbereich kommt. Gregor, bitte. Kuala Lumpur, Claudia, danke Claudia. Deswegen jetzt zweisprachig. Wir sind jetzt wieder an einem ganz besonderen Ort an der Südsteirischen Weinstraße angekommen. Und zwar am Grenztisch. Dieser Grenztisch seit 2013 ein Symbol für den kulturellen Austausch der slowenischen Gemeinde Kungota und der neuen Großgemeinde Leutschach an der Weinstraße. Und dieser ganz spezielle Punkt hat zwei Herren zu einem speziellen, sehr künstlerischen Projekt, zu einer tollen Idee gebracht. Volkmar Bötzsch, diese Idee, eine wirklich sehr besondere. Naja, das hat sich in den letzten Monaten als solche auch herauskristallisiert. Hintergrund ist ein Servicegedanke von Clubs in Leibnitz, vom Rotary Club und von den Kiwanis in Leibnitz. Bei den Rotariern ist es ja so, dass da nicht nur Österreicher dabei sind, sondern wir haben auch vier slowenische Freunde. Und da ist es natürlich die Idee entstanden, direkt an der Weinstraße mit slowenisch und österreichischen Künstlern ein Projekt zu machen. Ja, und das hat halt dann im Laufe der letzten Monate wirklich konkrete Formen angenommen. Idee ist es, direkt an der Weinstraße, die ja Österreich und Slowenien trennt, die weltgrößte Outdoor-Galerie zu machen mit Bildern von Künstlern. Und da hat halt eins das andere ergeben. Wir haben einmal geschaut, wie kann man das realisieren. Wir haben südsteirische Tischler im Boot, die diese wunderschönen großen Holzrahmen machen werden. Und nachdem ja die Clubs nicht so den großen Bezug zur Kunst haben, haben wir uns nach einer sehr kunstaffinen Person umgeschaut, die das Ganze kuratieren kann. Und der steht jetzt da hinter mir, der Klaus-Dieter Hartl. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Lass mich von der zarten Brise jetzt an die Seite von Klaus-Dieter Hartl geleiten. Klaus-Dieter Hartl, es wird wahrscheinlich nicht so einfach gewesen sein, die richtige Auswahl der Künstler zu finden. Nach welchen Kriterien ist man da vorgegangen? Ja, das ist richtig. Es war nicht ganz so einfach, vor allem deswegen nicht, weil die Südsteiermark ja ein Gebiet ist, das viele Künstler immer wieder angezogen hat aus ganz Österreich. Was aber wenige wissen, dass wir auch selbst ganz, ganz junge, tolle Künstler aus dieser Region hervorgebracht haben. Es gibt Künstler, die in Wien und in London leben, die natürlich nicht von der Kunst hier leben können, aber es ist schön, wenn wir sie wieder zurückholen können und ihre Exponate hier jetzt in dieser großen, tollen Ausstellung ausstellen können. Ein Beispiel habe ich hier, das ist Verena Rottke, ein besonderer Name, der mit der Südsteiermark besonders verbunden ist, und ich freue mich, dass es noch viele, viele andere junge Künstler gibt, die wir vorstellen dürfen.